Am vergangenen Freitag, da stellten wir Ihnen das neue Team des Mannheimer ERC in epischer Breite, will ich mal sagen, vor. Harold Kreis sagte in einem Interview, wir freuen uns auf die neue Saison, wir freuen uns auf den Freitag. Die Freude wurde dann allerdings ganz gehörig gedämpft. Die Mannheimer verloren nämlich in Freiburg mit 4:2. Gestern Abend nun kam der amtierende DDR-Meister PEV Weißwasser nach Mannheim. Und wie das Spiel ausging, das sehen wir jetzt in dem folgenden Bericht. Riesenstimmung gestern Abend, bereits eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn. Die Fans konnten den ersten Heimauftritt in dieser Saison kaum erwarten. Und während im Stadion die erste Laola-Welle lief, standen draußen noch Hunderte vor den Kassen. Letztendlich hatten sich über 7000 Eishockey-Freunde auf den Weg ins überalterte Stadion am Friedrichspark gemacht. Kaum hatten die Letzten die Eingangstore passiert, da ging es auch schon los. Und wie es losging, während die Fans noch ihre Lieblinge feierten, da schlug die Scheibe auch schon hinter Beppo Schlickenrieder ein. Keine 3 Minuten waren da gespielt. Und beinahe hätten die Spieler aus Weißwasser auch das letzte Tor, nämlich das zum 5:5 erzielt. Wäre da nicht diese Situation 3 Minuten vor Schluss gewesen. MRC-Überzahl und ein herrlicher Pass von Markus Kuhl auf den alles überragenden Dale Krenz. 6:5, dies war die Entscheidung. Vorangegangen waren 55 spannende Minuten mit teilweise hochklassigem Eishockey, wobei der MERC 2 Drittel lang die klar dominierende Mannschaft war. Ein altes Problem trat dabei zutage. Tore konnten aus der Überlegenheit nicht erzielt werden. Mit 5:2 ging man in die zweite Drittelpause. Niemand dachte da noch an eine Wende. Was dann passierte, dazu Ole Öst. Wir fangen in den letzten Drittel an, wir sind 5:2 in Führung und so ein Spiel können wir nicht aus den Hand wegschleppen wie heute. Das ist unverantwortlich. Es war in der Tat unverantwortlich, was die Mannheimer im letzten Drittel zeigten. Die Devise hieß offenbar für einige nur nach vorne rennen, hinten passiert sowieso nichts. Besonders die zweite Verteidigung mit Jörg Hanft und Toni Plattner sah ganz schlecht aus. Es wäre sicher beim 5:5 geblieben, wäre nicht Dale Krenz gewesen. Der Krenz hat auch sehr gut gespielt in Freiburg am Freitag. Und der ist einfach Kanadier und wenn es um Punkte geht, da bringen wir ein bisschen mehr. Mehr müssen allerdings auch die Mannheimer in den nächsten Spielen bringen. Denn gegen Gegner wie Düsseldorf oder Rosenheim darf man eine 5:2-Führung nicht so verspielen. Dennoch war Ole Öst mit seiner Mannschaft zufrieden. Obwohl man insgeheim mit 4 Punkten nach dem ersten Wochenende gerechnet hatte. Ich bin in etwa zufrieden. Es hätte noch ein Punkt sein können, da unten in Freiburg. Aber ich meine zum Beispiel heute, wir haben 2 Drittel lang sehr gut gespielt. Ein durchwachsener Start des MERC also. Aber man kann durchaus positiv in die Zukunft schauen. Die Ansätze sind da, der Feinabstimmung bedarf es noch.